Okay. And what? War das hier oder was? Hier drüben irgendwas. Ja. Irgendwas hat sich bewegt. Aber was? Die Tür bei der Ratte? Da hinten ist ja ein Brunnen. Wo ist ein Brunnen? Da ist ein Brunnen. Hinten bei der Ratte. Wo ist ein Brunnen? Hinten bei der Ratte. Hä? Da. So, da ganz. Aber was hat sich denn hier bewegt? Weiß es nicht. Oh Gott, ist das der Brunnen, der ich glaube, dass es ist? Der Wunschbrunnen aus dem ersten Teil? Das haargenau gleiche 3D-Modell. You approach a decrepit well. Könnte sogar sein, dass wir den gerade damit hergeholt haben. No sooner has your head crossed the rim, than weak voices begin to echo from the depths. Schwache Stimme aus der Tiefe, okay. Thirst. Dry throats. Drink. Water. Water. Haben wir Wasser dabei? The well remains as... Kannst du es regnen lassen? Ja. The well remains as dark and dry as it was, and still the voices beg for... Hm. Oh! Randvoll mit klarem, kühlen Wasser. Sehr gut, Friedhof. You see the tangled remains of three corpses. A mixed mass of bones and skin, from which three skulls protrude. Ugh. They address you in unison. Their voices a drone-like blend. Das ist krank, Mann. We thank you for the water. We bless you for the water. We thank you for the end of torment. Starker Durst ist fürchterlich. Ja, hey, das kenne ich. A horror. Yes. To die of thirst. Forever. To find hell at the bottom of a well. Wer war denn der Peiniger? The king. The king. Ich wollte gerade sagen, wer wohl? The madman with the crown. Warum? Wrath and terror. We displeased the king. The truth we spoke. His fortune told. No divinity would he be. And so he entangled our bodies and cursed our throats. Smote the brothers of Baladur. We thank you for the water. We bless you for the water. We ask you for the fair. The fair, the toll, the levy. The people of Baladur must be buried with coin. Coin for the park. Spare us coin. Grant us coin. The more you pay, the further the pathkeeper takes us. Ja, ich glaube, das können wir machen. Können wir machen, wir haben genug Geld. Sweet savior. Oh, hier 150, komm. Ja, volle Pulle. Thank you again. We bless you again. Wir die ganze Zeit the wealth of the depths is yours. Pathkeeper, keep us. Pathkeeper, guide us. To the long-awaited kingdom we will go. Laden with a burden of the coin you gave them, the brothers of Baladur sink back to the bottom of the well. Whether they will find their kingdom or languish in the dark, wet depths forever, you cannot foretell. Mhm. Haben wir dafür jetzt was bekommen? Nö, oder? The well is now filled, you see that we thank you for ein Ring. We bless Haridans Spange. We thank you for the end. Plus 2 Verstand, plus 5% Luftresistenz und plus 1 Nekromant. Oh, und 16 magische Rüstung, also gar nicht so scheiße. Und ich kann einen Helm tragen. The more you pay, the further the pathkeeper takes us. Okay, der Joke war nicht witzig, aber. Sweet. Also ich rede jetzt schon wieder mit denen. Friend of death. Dachte, die sind schon abgehauen. Of life. How much will you give? Kann euch nichts geben, ich hab kein Geld.
Warte, du kannst, klar kannst du denen Geld geben. Ja, ich gebe dir nochmal 150, wir kriegen auch noch was. Sagen, wenn wir das alle machen können, dann ist das doch geil. Starke Schnur gekriegt. Aha. Das ist starke Schnur. Sollte Marco das auch nochmal machen. Das ist ein Gürtel. Oh. Ich kann als Untoter antworten. Cool. Mach mal. Ist wahrhaftig Untot schlimmer als tot. The King. Na gut, das auch, kommt auch das gleiche. Ja. Ist eigentlich egal, was du machst. Jo, laut überlegen. Roth. Jo, Reisegeld. Jo, Reisegeld. 150. Stabiler Gurt. Ja, ist ein Gürtel. Wir haben alle einen Gürtel bekommen. Nee, ich habe einen Ring gekriegt. Kann Thomas das jetzt auch nochmal? Kann sein. Oder können wir selbst überhaupt noch machen? Nee. Nee, nochmal geht's nicht. Aber Thomas könnte das nochmal machen. Thomas, so viel Geld? Ah, ich geb's ihm eben. Ich wollte gerade sagen, gib's ihm. Ich wollte gerade sagen, Marco hat ja auch selber 1000 Gold im Inventar, ne? Alter, der Gürtel, den ich hab, der bringt 2 einhändig, 2 Initiative und 33 Leben. Vergeltung, Glücksbringer und Ausweichen. Ja, Thomas hat auch nochmal einen Ring bekommen. Cool. Ziemlich cool. Des Ritters. Plus 1 auf Gauner. Und plus 2 auf Pyrokinet. Oh, was? Den wir hier haben. Pyroknet. Was ist Vergeltung? Vergeltung. Frage. Vergeltung. Wieso, wo steht das? Und dieser Dings, den Marco hat, eine stabile Verteidigung. Kur. Vergeltung wirft Schaden, den du erleidest, auf den Angreifer zurück. Also einfach Dornen im Prinzip. Okay. Ach stimmt, das kann man lernen bei Verteidigung, ja. Eigentlich auch schon ziemlich cool. Nicht schlecht. Vergeltung ist so eine coole Sache in Verbindung mit Schild. So eine undurchdringbare Wand, so eine Mauer. Guten Tag, Herr Mauer. Ja. Verstand und Nekromant. Achso. Die Spange ist auch ganz cool, Marco, oder? Du hast. Spange? Achso, Harian. Ja, Nekromant plus 1, geil. Und Verstand. Und Verstand ist auch super. Was brachte Verstand nochmal sonst? Den habe ich ja, glaube ich, von Frithjof bekommen. Kritische Chance. Ach, das ist ja krass. Ja, Verstand ist der Hammer. Brauchst du einhändig und Initiative, Marco? Einhändig gar nicht, nee. Nee. Initiative? Ist nicht so ausschlaggebend, wieso? Na gut, ich hätte sonst einen Gürtel mit einhändig und Initiative. Ich habe sowieso einen Gürtel mit Schleichen, von daher. Dann nehme ich den. Hauptsache mehr Intelligenz. Mehr Intelligenz, sag ich schon, mehr Leben. Ach ja, Frithjof wollte ja noch auf das Ding raufknibbeln. Ach, speichern mal zwischen, wir haben so coole Sachen bekommen. Ja. Können wir mal ausprobieren, was das. Was passiert, wenn ich es berühre? Berühre es, Frithjof. As you stretch towards it, you start to hear whispers in the back of your mind. From the corner of your eye, you see dark shadows rising. As your fingertips brush the surface, the whispers turn to screams. Your fingers burn with cold as you pull them away. And you can feel the darkness twisting in your gut. The rock bounces harmlessly off the surface, not leaving a mark. The relic crackles against your power, but as your magic subsides, you see it's done nothing. It will take more powerful magic than that, it seems. The hum of the relic grows louder, and bright light starts to spill from its runes. Cracks start to spread across the surface, and it shatters like glass. Okay. Boom. Bist du immer noch verflucht? Nee, das ist nur ein Runden verflucht. So. Ah, okay, Gott sei Dank. Zack. Warte, Friedhof. Renn nicht schon wieder so weit rein. Meint. Geschlossener Kreislauf, Eroturg 3. Okay, krasse Scheiße. Auch Eroturg 3, 2 Source-Punkte und 2 Fähigkeitspunkte. Was? Zum Verwenden, wenn man es im Kampf verwenden will. Ach du Kacke.
Voll krank. Wirkt an Gegnern um dich herum und erzeugt Alter, verfluchte wie doof. Er läuft schon wieder, siehst du das? Ja. Will ich sehen. Gierige, gierige. Nicht du, ich meine Marco. Ich meine die Gräber. Zu schwer, scheiße. Nix. Oh, die Hände des Tyrannen. Oh, die Hände. Artefakte des Tyrannen. Quest aktualisiert. Artefakte des Tyrannen. Wir haben Rüstungsteile gefunden, die Hände des Tyrannen genannt werden. Sie gehören scheinbar zu einem ganzen Satz. Eine seltsame Aura umgibt die Rüstung. Fast, als ob ihr eine Pestilenz innewohnt. Ne, ich sage, wir müssen mal tatsächlich, wie Marco schon sagte, gucken, ob man die irgendwie in diesem Becken reinigen kann. Das wäre zum Beispiel ganz cool. Dann haben wir hier alles. Geil. No. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie wegkommen. Oh, was ist denn das da? Warte mal, was ist denn das da rechts? Ich kann auf der Karte oder ist es einfach nur, um Platz zu sparen? Denn? Na, wenn ich die große Karte aufmache, dann sehe ich halt noch andere Abschnitte da. Ach so. Ach, das sind die Höllenabschnitte, glaube ich. Das kann gut Obwohl sein. Da unten rechts den kann ich nicht zuordnen. Den oben rechts ist der, wo du drin warst, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und der unten rechts, keine Ahnung. Vielleicht wäre man da anders noch irgendwie hingekommen. Dass wir die Ratte immer noch nicht retten können, das ist so schade. Die Tür hatte sie denn eigentlich gesagt? Keine Ahnung, sie kann halt nicht die Wahrheit sagen. Na, sie hat gesagt, man muss sie halt mit einem Zauber treffen. Ja, aber der Zauber hat sie umgebracht. Egal, was ich draufgehauen habe. Speicher doch nochmal. Vielleicht muss man sie auch mit einem Wurfmesser treffen. Du hast sie gerade getötet. Vielleicht muss man sie auch mit einem Wurfmesser treffen. Sehr gut. Du weißt schon, dass das eigentlich immer tödlich ist, oder? Alles klar. Naja, wie es sein können. Umgekehrte Psychologie und so. Ja, sie hat gesagt Zauber. Ich habe nicht Zauber benutzt. Ja, krass, so, dann haben wir immer noch nicht hier rausgefunden, wo das letzte Portal ist. Da ist die Rausschmeißersäule. Wo ist Frithjof? Ach du Kacke, wo läuft der denn hin? Oh cool, man hätte da die ganze Zeit hochklettern können. Wo, was, wie, wann? Ist auch geil, ne? Ach so, von hinten ran? Wenn du die ganze Zeit von hinten da reinklettern können. Wie wäre man da rangekommen? Ach so, da hätte man rüberspringen müssen. Ah. Aber auch hier hochklettern? Strange, okay, ja. Hier hochklettern und dann da rechts lang klettern. Das ist ja gut, dann haben wir ja echt, Na gut, ist auch nur ein anderer Weg da rein, sagen wir so. Oh. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die letzte... Marco, gibst du mir die Tyrannensachen mal eben? Ja. Habe ich eigentlich meinen... Während ihr dann hier... Ich habe die Wassermelone im Inventar. Keine Ahnung, vielleicht hat Zunge drauf. Wassermelone. Kannst du dir in deinen BH stopfen? Hallo? Hallo? Da mache ich Honigmelonen. Wassermelonen sind mir viel zu overdressed. Obwohl, warte mal. Lammen. Zack. So. Fuck, ich komme ja doch nicht weg. Atus Verus. Ja, gut. Das ist, blöd. Dachte, ich komme hier rüber weg.
machen. Wo ist denn? Ja. Das andere Portal. Keine Ahnung. Ja, oder wir müssen irgendwas mit den Portalen machen. Keine Ahnung. Dass wir die irgendwie umstellen müssen, umtauschen müssen, irgendwas. In so eine Richtung. Kann ja auch sein. Wir sind da hinten am Strand. Oh, da ist noch eine Höhle, ne? Ach du Kacke. Da ist ein Das Slain, der Winterdrache. Wo? Der liegt am Strand rum. Hä? Was? Ach du Kacke. Holy crap. Ich würde sagen, wo? Der wurde geslain. Ha. Kannst du mal ping? Ping. Oh, okay. Hm. Krass. What? Übel. What? Alter. Was haben wir denn hier noch? Und dann ist da noch auch noch diese Totenkopfhöhle auch noch. Und dann sind wir immer noch nicht mal auf der zweiten Seite der Insel gewesen. Weißt du, wir kommen wahrscheinlich aus dieser Totenkopfhöhle raus, um zu Slain zu gehen. Ich sehe nämlich keinen anderen Weg dahin, außer da oben runter zu klettern. So viele Flaggen noch auf der Karte. Stimmt. Achso, nee, stimmt. Da kommt man, darüber kommt man dahin. Naja, genau. Also runter kommen, weiß ich ja sowieso, also, dass wir da hinkommen. Aber wir wollten ja eigentlich noch hier oben, ja. Irgendwas ja, die Frage ist nur halt, ob wir hier irgendwie, wie kommen wir hier auf dem normalen Wege wieder raus? Die Falltür hattet ihr benutzt, ne? Ja, die Falltür hattet ihr benutzt. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Do not doubt my so. Ah ja, stimmt, es gibt ja den. Ach, deswegen ist die Statue hier, wenn man. Das Ding ist, die reden auch nicht mehr mit einem, die ganzen. Was passiert eigentlich mit diesem Ding? Achso, da hat das. Der Kopf jetzt gelegen, deswegen. Portal. It burns. Aber mehr weiß ich auch nicht. Na, dann müsst ihr halt die Köpfe auch für verbratzen. Ja, ich meine, okay, verbratzen muss man sie ja sowieso. Da hinten ist ein Kopf in der Ecke, stimmt. Da ist noch einer. Marco, hinter dir. Ja. Warte gerade darauf, dass Thomas wieder springen kann. Achso, kommst du da nicht hin oder was? Ich stehe auf dem Schalter. Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht das Ölfass aufstellen? Careful. I spotted. Können wir noch mal eben ein paar Sachen verkaufen? Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt? Wieder zwei. Zwei, ja. Nicht das meiste. Die Frage ist natürlich auch, brauchen wir die Köpfe, weil wir haben die anderen ja auch schon verbraten. Ja. Diese ganzen Fähigkeitsbücher wie Wurmzucken und so braucht keiner. Nee. Nee, ich glaube nicht. Wurmzucken habe ich dir, also Geomantenbücher habe ich dir gegeben. Wurmzucken und Giftstachel kannst du verkaufen. Legenden der Blutrose habt ihr gelesen, ne? Wahrscheinlich habe ich. Also die ganzen Bücher. Kann ich von ausgehen, dass ich sie gelesen habe? Ja. Also alle Bücher, die ich einsammle, lese ich und gebe sie dir. Im Zweifelsfall machst du einen kurzen Doppelklick drauf. Also eigentlich lese ich alle. Aber eigentlich ja. Ja. Und uneigentlich auch. Ja, gut. Und du? Also ich habe null Plan, was wir jetzt hier mit dem Portal anstellen sollen. Also ich bin ziemlich ratlos. Das Problem ist auch einfach, ich kann nichts machen. Ich bin hier so hilflos ohne die Köpfe, weil da komme ich nicht weiter. Ach gut, wahrscheinlich sind die Köpfe dafür da, wenn du wirklich alleine hier durchhuscht. So nach dem Motto, du hast keinen anderen, der dir... Ja. Weiß ich nicht, vielleicht gehen wir erstmal zurück.
die Ranken runter zum Eis. Ja, glaube ich auch. Und dass wir hier sonst nochmal herkommen. Vielleicht. Naja, aber diesen Schild und die anderen Dachs verkaufe ich auch mit. Was? Echt? Ja. Mach ich keinen Schaden mit. Der Schild hat Konstitution und Ausdauer. Der ist so mega cool. Willst du ihn haben? Nein, leider nicht. Also ich sag mal so, ich hätte ihn gerne, aber es bringt mir ja nix. Ups, das wollte ich nicht. Ja. Wollt ihr auch hier mit zu den Ranken, dass wir runtergehen können, oder? Ja. Achso, Friedhof ist erstmal hinten in der Stadt, ne? Mhm. Müssen wir mal irgendwas testen. Guck mal gerade, ob ich auch noch was zum... Willst du was reinwerfen? Warte. Mit angucken hier. Und? Nee. Hat sich nichts getan. Ich vermute auch, dass wir dann einfach noch irgendwie einen Zauber kriegen oder sowas, mit dem wir sowas einfach entfluchen können. Also wir haben jetzt... Ich habe auch gar keine Source mehr, sehe ich gerade. Wurde weggenuckelt. Nee, haben wir auf die Ratte verbratzt. Nee, hast du für das Dings benutzt. Zerstörung von dem Ding. Richtig. Ach ja, stimmt. Das kannst du auch verkaufen. Einen stabilen Gurt wollte keiner haben mit Vergeltung und Glücksbringer, wa? Doch, ich dachte, den willst du haben. Vergeltung? Ja. Nee. Dann, ich habe ihn mit Leben doch genommen. So. Dann im Zweifelsfall gebe ich ihn Thomas, weil Thomas hat einen, der nur 9 physische Rüstung hat. Dann kriegt ihn Thomas. Den Bacchus Rex Ring, den gebe ich auch mal Friedhof zum Verwalten. Ich mag keine verfluchten Gegenstände im Inventar haben. Ero Türkring, den gebe ich auch mal Friedhof. Ein Kackeisenschild, den gebe ich auch mal Friedhof. Silberpokal kriegt Friedhof. Was haben wir sonst noch? Meinen alten Kackmantel, den kriegt auch Friedhof, den brauche ich auch nicht mehr. Ach ja, die Handschuhe des Tyran. Habe ich auch noch hier im Inventar. Ja, wie gesagt, ich habe Friedhof mal einen Rucksack gegeben, sonst kann er da die verfluchten Sachen ja erstmal reinpacken oder sowas. Ja. Kann man Rucksäcke eigentlich benennen? Schade. Belkmos Gürtel kann man auch werden, naja. Ja. Oh, wir haben so viele von den Schattenessenzen und allgemein von Essenzen noch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, brauchen wir bisher auch kaum. Oh, du kannst noch so viele Bomben bauen. Ist das schön. Was kennen wir eigentlich schon an Granaten? Albtraumgranate kennen wir. Was ist das? Gepeinigte Seele. Ah, okay. Mollys. Giftfläschchen. Nur ein Wasserballon. Feuerpfeile. Na gut. Was ich sagen muss, diese Tyrannen, dieses Tyrannen-Set scheint ziemlich krass zu sein. Ja. Vielleicht muss man ja auch alle Sachen gleichzeitig tragen, wer weiß. Ja, man weiß ja nicht, wie viel da wirklich zugehört, ne? Eben, also kommt bestimmt noch was dazu. Du hast bis jetzt Handschuhe, Schuhe und einen Brustpanzer, ne? Ja. Also eine Hose gibt es mit Sicherheit auch noch. Ja, vielleicht sogar ein Gürtel noch. Ja, Helmgürtel, Ring, alles. Ja, also wenn so das typische Set-Gedöns ist, dann gibt es das. Das ist so ein schöner Drache, Leute. Wir müssen ihm helfen. Der sieht lieb aus. Weiß nicht, sind Drachen lieb? Sind die böse? Ich habe keine Ahnung. In den meisten Fällen muss man ihnen die Rübe einhauen. Da kommt der Drachenschlechter dem hervor. So, Marco und ich warten hier schon mal. Aber vielleicht gehen wir auch zuerst in die Höhle. Ach, warte mal, lass mal Richtung Höhle gehen, Marco, dann haben wir da den Teleporter. Ich kann keine einzige Granate für dich bauen. Echt nicht? Nee, nix. Ich kann dir Gift... Ich kann mir Giftflaschen machen, ja.
Hast du schon mal was? Oh, das war's dann auch. Ja, gut. Dann haben wir ein Giftfläschchen. Umso mehr müssen wir mehr Granaten kaufen. Also wenn jemand Granaten verkauft, kaufen. Kaufen, ich bin jetzt nicht durchgegangen und hab nachgeguckt. Also. Könnte Thomas eine Spielzeugarmbrust bauen. Oder eine primitive Harpune. Oh Mann, wie viele Granaten. Nee, du musst mal durchgehen. Also wenn du einen Händler ansprichst, immer erstmal gucken. Das hat Marco damals auch mal so gemacht. Immer erstmal gucken. Gibt's Granaten? Granaten kaufen. Hat er jetzt nix. Er hat sein Inventar auch nicht verändert, seit wir das letzte Mal da waren. Na gut. Ja, irgendwann werde ich schon Granaten kaufen. Vielleicht setze ich mich auch nochmal komplett zurück und sag, Leute, scheiß drauf, ich mach meinen Doppelachskämpfer und fertig ist. Ich sag mal, mir gefällt das auch zwar so, wie ich gerade kämpfe, bin ich sehr zufrieden mit. Aber wer weiß, wenn es die Möglichkeit gibt, man weiß ja nicht. Ja, oder? Warum nicht? Ich mag halt das Granatenwerfen, aber wenn es so weitergeht und wir keine Granaten kriegen, dann... Ja. Wieso kriege ich jetzt schon wieder Items ins Inventar gequetscht? Weiß nicht, weil wir haben alles viel zu viel. Arg. Gerade wieder auf dem Weg zurück zu euch, da kriege ich die nächsten Sachen ins Inventar gepackt. Ja, du hast ja, du kannst ja genug tragen. Ja, kannst also auch später verkaufen. Ja, ist egal. Ich habe jetzt 8000 Gold. Ja, was sagt das? So. Also. Ich würde aber sagen, das machen wir nicht jetzt, das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Karte von oben. Und dann speichere ich nochmal schön, dann sind wir wieder alle zusammen, dann gehen wir in diese schöne, wundervolle Höhle hier, die sieht auch so liebevoll aus. So im Entenmarsch und so, ne? Im Entenarsch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Auf Wiedersehen. Coop Ost.